Moin Julian, ich wollte mich jetzt in aller Form der Höflichkeit bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich deinen Content in meinem YouTube-Video zur Analyse verwendet habe. Es tut mir leid, das ist natürlich nur dein Eigentum. Na, so wie sich das zum Beispiel auch für RTL gehört, dessen Niveau du dich ja mittlerweile schon angepasst hast. Und ich will dir sagen, dass das nie wieder vorkommt. Und natürlich hast du recht, wie konnte ich das übersehen, wie konnte ich das nicht merken, dass du 8-silbrige Reime, 7 Silben, 6 Silben, du hast wirklich in deinem Video nur die besten Silben. Und okay, natürlich darf man die Stimme nicht berücksichtigen, jetzt komme ich auf den Textinhalt und auf das Video auch so ein bisschen drauf an. Also über die Stimme lässt sich ja streiten, genau. Das ist ja das Unwichtige eigentlich beim Rap, dass man, naja, die Silben sich durchliest, ne? Ich muss den Beat nicht fühlen und geil finden und, weiß nicht, auf die Stimme abgehen, das ein bisschen nachsingen wollen. Nein, ne? Also ganz ehrlich, ich fühle mich gar nicht schwul beim Nachsingen vom Hook zum Beispiel. Ich fühle mich richtig männlich so, weiß nicht. So, ich nehme gleich eine Whiskypulle zur Hand, weißt du, so männlich so. Und schlag meine Freundin, wo auch immer die jetzt gerade steckt, wahrscheinlich noch im Keller. Ich danke dir, dass du die Analyse selber gemacht hast und ja, sie gesperrt hast, bei vielen Leuten wie bei mir, also, ne? Und ja, wie gesagt, tut mir leid, in aller Öffentlichkeit, Julian, du bist doch der Beste, wie konnte ich das, weiß nicht, tut mir leid, ehrlich. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer, Herr Sebring, dass ich jetzt hier so, ja, naja, gut, alles klar, Julian, mach's gut, ne? Norddeutschland, tschüss.